Entschuldigung. Sag mal, bist du der Depp, der meint, er kann hier um 11 Uhr einen Schweinebraten bestellen? Ja, genau. Ich bin der Depp, der meint, er kann hier um 11 Uhr einen Schweinebraten bestellen. Ich meine, wenn es okay ist, dass man bei euch bis um 17 Uhr frühstückt, dann wird es ja wohl auch okay sein, dass ich um 11 Uhr einen Schweinebraten bestelle. Nee, genau andersrum. Wenn die Welt hier schon mit Arschlöchern vollgestopft ist, die bis 17 Uhr frühstücken, wozu brauche ich dann noch so einen Idioten, der hier um 11 Uhr einen Schweinebraten bestellt? Pass mal auf, ich weiß echt nicht, wo das Problem ist. Es ist doch hundertprozentig nur was von gestern da. Schneid für mich einfach ein Scheibchen hinten ab, ja, mach lecker Süßchen drüber in die Mikrowelle und fertig. Da macht mir keiner was vor. Ach, da macht dir keiner was vor, ja? Und was, wenn ich dir jetzt erzähle, dass gar kein Schweinebraten mehr von gestern da ist? Und dass der, den ich jetzt im Ofen habe, mindestens noch eine Stunde braucht und du bis dahin höchstens so ein scheiß Frühstück haben kannst, wie alle anderen Penner hier auch. Mit der üblichen Scheißwurst, dem Scheißkäse und dem ganzen anderen Scheißmist, der hier sonst noch so gegessen wird. Du aber für ein Frühstück und einen Schweinebraten mindestens noch eine Stunde warten musst. Was sagst du denn dann, Klugscheißer? Ich sage, dein Schweinebraten ist doch hundertprozentig schon so weit, ja, dass du für mich hinten einfach ein Stückchen abschneiden kannst. Und wenn die Kruste noch nicht so weit ist, ja, dann scheiß auf die Kruste, okay? Die ist eh allgemein überbewertet. Klöße brauche ich auch nicht. Nehm einfach ein paar Frühstücksdeppen-Bratkartoffeln, mach mir ein Süßchen drüber und fertig ist das Gartenhäuschen. Okay, das würde ich sagen. Klugscheißer, der ich nun mal bin. Also du meinst, auf die Kruste kommt es gar nicht drauf an, ja? Ja, allgemein überschätzt. Sag mal, gibt's hier noch mehr von deiner Sorte? Glaub nicht, ne? Das ist ja gut. Ja. Ich meine, ich kann natürlich auch einen halbfertigen Schweinebraten aus dem Ofen ziehen und den verstümmeln, weil wir schon so lange so gute Freunde sind, okay, dass nee, ich das... Okay, komm, das machen wir anders. Ich nehme ein großes Bier und ich nehme die Zeitung und dann warte ich einfach die Stunde auf dich und deinen zauberhaften Schweinebraten. Siehst du? Geht doch. Genau. Ein Wort noch zur Erotik. Diese kleine Sängerin ist wunderbar. Ist ziemlich klein, hat ganz schwarze Augen. Ich weiß nicht, vielleicht ist sie Jüdin. Nee, das wäre mir wurscht. Auf jeden Fall, die heißt Sarah. Sarah. Das ist eine Frau für mich. Wissen Sie, ich könnte mich niemals in eine Cellistin verlieben. Oder Bratsche auch nicht. Obwohl natürlich jetzt rein vom Instrument her sich die Bratsche obertonmäßig ganz, ganz hervorragend mit dem Kontrabass paart. Ja, Sinfonie hier von Dittersdorf, Sinfonia Concertante. Aber menschlich geht das nicht. Menschlich geht das nicht. Nicht für mich. Nein, ich. Ich brauche als Kontrabassist eine Frau, die zu mir passt. Das exakte Gegenteil von dem darstellt, was ich bin. Leichtigkeit. Musikalität. Ja. Was? Sowas. Glück, Ruhm. So. Frau Chiminski. Ja, laut Akt haben Sie nur 78% Ihrer Steuern bezahlt. Ja, ganz genau. Wie ganz genau? War das vorsätzlich? Ja, absolut. Und was erwarten Sie jetzt von mir? Keine Ahnung, was erwarte ich von Ihnen? Vielleicht einen strengen Verweis. Frau Chiminski, wir sind hier nicht auf dem Internat. Ja, Sie haben Steuern hinterzogen. Man kann es auch so ausdrücken, Sie haben die Bundesrepublik Deutschland bestohlen. Was
Ich habe die Bundesrepublik Deutschland nicht bestohlen. Ich habe einfach nur nicht alles gezahlt. Ja, Sie können aber nicht einfach Ihre Steuern nicht zahlen. Ja, doch, das kann ich. Wissen Sie überhaupt, in was für eine Situation Sie mich bringen? Ich muss jetzt auch die letzten 3 Jahre überprüfen, ob Sie vielleicht noch mehr nicht gezahlt haben. Hören Sie, ich befürworte wirklich, ja, dass man Schaukeln aufstellt, dass man Schlaglöcher repariert, dass man Obdachlosenasyle einrichtet. Ich bin mehr als einverstanden, dafür Steuern zu zahlen. Wofür ich mich allerdings nicht so richtig erwärmen kann, das sind so Sachen wie Dienstwagen. Oder Konzernsubventionen oder die Verteidigung deutscher Interessen am Hindukusch. Also habe ich dafür nichts gezahlt, Punkt. Ich weiß auch nicht, eigentlich sollte der Erklärung doch da einen Brief von mir beilegen. Ja. Der hier. Werte Imperialistenschweine. Mhm. Frau Czeminski, was Sie da beschreiben, ist Anarchie. Sind Sie Anarchistin? Sie meinen, ob ich, Ob Sie Mitglied sind in einer anarchistischen Gruppe, genau. Anarchisten bilden Gruppen? Ich weiß es nicht. Ich denke schon, ja sicher. Sie versammeln sich? Ich habe keine Ahnung, was ein Anarchist im Einzelnen zu tun und zu lassen hat. Das wäre doch ein Widerspruch in sich, Herr Redlich, oder? Herr Redlich? Herr Redlich? Was? Sagen Sie mal, starren Sie mir auf die Titten? Nein. Ich glaube nicht, dass ich Ihnen... Und wenn, dann höchstens in meiner Eigenschaft als Vertretung der Bundesrepublik Deutschland. Noch einen Kaffee?